Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. ATS ist heute wieder das Thema. Habe euch wieder einen LKW mitgebracht hier. Peterbilt 379. Jetzt werden viele sagen, oh ja, den kenne ich ja schon und so. 379X, um genau zu sein. Ja, den haben wir auch schon mal gezeigt. Ist schon eine Weile her. Der Truck wurde im Workshop bis 1,40 oder 43 supported. Bis heute leider hat sich da nichts mehr getan. Jetzt gibt es jemanden, der da einen kleinen Rework gemacht hat und den lokal zum Download zur Verfügung gestellt hat. Der Truck ist 1,47, ist for free. Die Felgen sind paid, der Anhänger ist paid, der Sound ist for free. Wir haben hier einen Caterpillar, das 3406E von Slaw Jerry. Und das Erfreuliche daran ist, endlich aus dem Workshop. Er hat mittlerweile 4 Motoren im Workshop, schaut da doch mal rein. Der Link findet da unten in der Beschreibung, auch die anderen Mods findet da unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, Abo, Liken, Kommentieren natürlich nicht vergessen. Wir starten sofort los, fahren das schöne Ding mal ein bisschen auf der Reformer-Map. Heute geht's runter nach Mexiko mit einem Kühlanhänger. Let's go! So, meine Freunde, da sind wir. Wunderschöner Truck. Peterbilt Rot, also Leistungsfarbe heute mal. In Originalfarbe quasi. Ja, schöner Truck. Unterwegs mit dem Caterpillar. 550 PS hat er jetzt, glaube ich. Ja, wir holen Swinging Beef in Las Cruz ab jetzt. Oh. Und fahren das runter nach Mexiko. Route neu berechnen. Also wir sind in New Mexico jetzt und oh, wir müssen gleich links. Fahren dann quasi runter, machen wir die Karte auf nach Nuevo Casa Grandes geht's heute. Hier über die Grenze und so. Coole Geschichte, Reformer Map, kann ich nur jedem empfehlen. Findet er unten in der Beschreibung natürlich. Aber mein Tracker resetten, irgendwie ist das. Ja. Heute funktioniert die Tastenbelegung wieder nicht, das ist auch wunderbar. Ach doch, hat ein bisschen gedauert. Ja, was ist denn hier los? Stau auf dem Bau. Die Strecke ist nicht ganz so lang. Ich glaube, das waren 140 Meilen oder irgendwas. Wenn wir denn noch irgendwann mal ankommen. Aber wir müssen das ja auch noch abholen und so. Passt schon. Und dann links abbiegen. Schöner Anhänger. Also ich mag das Ding, ich habe den auch in zig Configs zusammengebaut, mit 3 Achsen, mit 2 Achsen, mit Liftachse, ohne Liftachse und so weiter und so fort. Also gleich ziehe ich hier an den vorbei, wenn das jetzt hier nicht weitergeht. Vorne ist immer noch rot, da wird es wahrscheinlich weitergehen, erst wenn grün ist. Ja. Nach links ab. Ja, unser Kätzchen ist natürlich auch mit dabei hier, ne? Cable Cats Mod. Auch aus dem Workshop. Also könnt ihr hier auf dem Sitz oder auch aufs Armaturenbrett positionieren und ist auch bei beiden Varianten mit verschiedenen Bewegungen unterwegs, finde ich eigentlich ganz cool. Setzt sich hin, guckt einen an und so, ist irgendwie schon cool. Ja, cool gemacht. So, jetzt hoffe ich, dass wir mit über die Ampel kommen. Was wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist bei 3 KI-Fahrzeugen vor mir. Go, go, go.
wunderbar. Mal gucken, wie weit wir es zum Abholort haben. 5 Meilen. Das geht doch noch. Wieder herrlich. Die Atmosphäre hier, das ist fantastisch. Und auch die Sticker hinten am Anhänger zu beachten, ne? Super geil. Hier beim Caterpillar, ne, kriegt er das volle Paket, ne? Also wie beim Cummins und Detroit Diesel, die ja schon länger im Workshop sind. Fantastisch, ja. Also mir geht es da auch um die Nebengeräusche, ne? Um das Klickern und Klackern, was da noch so mitkommt, nicht allein um das Jaulen des Motors beim Beschleunigen oder beim Bremsen, die Jack. Jack ist natürlich wichtig, ne? Also ein deutlicher Fun-Faktor, finde ich. Und mir geht es aber darum, wie hört sich der Turbo an, wie hört sich der Truck in Stand an und so weiter und so fort. Und das ist richtig cool. Also das macht Slow Jail richtig gut. Da immer so Eigenarten, ne? Wie zum Beispiel, nur um ein kleines Beispiel zu nennen, der Detroit Diesel, der klingelt immer so ein bisschen im Stand, vergleichbar vielleicht mit der alte Ducati Motorräder kennt, der kennt das Kupplungsklingeln bei den Ducatis, hört sich an, als wäre das Motorrad kaputt, ist auch nur im Stand, aber das ist normal, das muss so sein, ne? Und solche Feinheiten, ne? Das finde ich halt toll, ne? Dass sich die Motoren wirklich voneinander, ob im Standgeräusch oder im Fahrgeräusch, wirklich voneinander richtig unterscheiden. Ne? Also man merkt bei manchen Modern, die verändern nur die Nuancen der Höhen und Tiefen. Und ja, das war's dann auch. Hier gibt es noch ganz viele Nebengeräusche. Klicker, Klackergeräusche, Turbogeräusche, wie auch immer. Super. Immer geradeaus. So, gleich da. Demnächst rechts abbiegen. Ja, genau. Das Dashboard hier, ne? Das macht diesen Truck so einmalig. Wir haben den Truck ja schon mal gezeigt. Den gab es ja schon mal im Workshop. Biege nach rechts ab. Nochmal kurz über den Truck zu reden hier. Hier endet es. Ist auf jeden Fall mit einer der schönsten Dashboards. Könnt ihr natürlich auch anpassen. An einem Dekor, Holz oder wie auch immer. Was ihr da so gerne fahrt. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Da komme ich nicht um die Ecke. Ah, ich muss an den Auftragspunkt kommen. Jawohl. So, hoffe ich, dass die Fahrt noch da ist. Jawohl. Nach Casa Grandes. Und zwar hier Swinging Beef, 20 Tonnen. Auftrag annehmen. So, Ladeplatz hier links. Das ist super. Ja, hub doch mal hinter mir. Das ist mir aber egal. Ich hoffe, ich komme dann dem Tor lang, ohne zu schrappen. Fünfte Gang hier, das geht nicht. Ja, an dem Tor bin ich rumgekommen. Oh Mann, ey. Wieder so eine enge Einparkgeschichte hier. Ich drehe erstmal einmal.
schauen, dass wir den da reingedrückt kriegen. Ich kann mal gucken, welche Taste das war. Ah ja. Da vorne rum müsste ich eigentlich noch mehr rum, noch mehr rum, noch mehr rum. Sehe ich natürlich noch nichts. Aber ich muss noch ein Stückchen, muss ich noch. Da ist gleich irgendwo ein Anhänger auf der anderen Seite. Oh, das wird tricky. Oh, das war. Ah, da sind wir an dem Anhänger. Leicht angesetzt. Was passiert? Ist aber auch enge Geschichte hier. Aber ich glaube, so könnte es passen. Aber grün ist schon mal. Will aber noch ein bisschen gerade ziehen. Aber wir sind an der Laderampe. So, wunderbar, aufladen, meine Freunde. Ja, Klaatu, hast du gesehen? Mit Spiegel. So, das war noch ein kleiner Insider. Auf geht's. Swing B. Mexiko, wir kommen. Wo geht's hin? Du willst auch mal rausgucken. Ja, ja, genau. So, wir müssen links rum. Okay. Rechts sehe ich nicht wirklich was. Biege nach links ab. Dankeschön, das Watte. Let's go. Gucken wir mal. Wir sind hier jetzt, glaube ich. Meilen, genau. Oh, sorry. Schön. Ja, cool, animiert ist der Sport, ne? Wie ihr seht, oben selbst, dass die Sockelplatte verschlossen ist, ist eine Warnleuchte im Display. Das mag ich ja, so Kleinigkeiten. Auch, dass sich alle Schalter und so bewegen, das ist wieder mal super. Ganz saubere Mod, kann ich nur sagen. Wie gesagt, er wurde bei 1,40, ich glaube bis 43 im Workshop auch angeboten. Mittlerweile aber nicht mehr supported. Das hier ist ein Rework. Und wird jetzt leider nur als lokaler Mod angeboten. Sehr schade.
Das wäre ein super Truck auch für Multiplayer. Also kann man ja im Multiplayer machen, aber dann müsst ihr euch halt absprechen mit den Kollegen, dass alle die gleichen Mods haben und so. Und das ist halt schwierig. Ne? Also da kann man nicht erwarten, dass jemand Neues zu einem stößt, weil der die Mods dann beim Connecten gar nicht downloaden kann und auch gar nicht weiß, wo die alle herbekommen, wenn er da nicht drin ist in der Materie. Stehen geblieben, ja, saubere Mod. Der ist auf jeden Fall sehr ordentlich, alles sehr aufgeräumt und kein Datenmüll. Das hat man ja auch öfter mal. Die Mods sind einfach schlecht. Und läuft super. Verträgt sich nicht mit jedem Peterbilt-Mod. Mit den originalen Sachen klar und Accessoires und so auch, aber mit anderen Peterbilt-Trucks kann das schon mal zur Hölle reinführen. Könnt bei dem Dashboard, wenn euch das mit den Digitalanzeigen nicht gefällt, könnt ihr da natürlich auch ein Navi einsetzen. Aber ich finde das so ganz genial, muss ich sagen. Also ist ja im Prinzip quasi auch oldschool, ne? Also der 379 ist ja aus vergangenen Zeiten. Auch mit den wirklichen 10 cm längere Schnauze, ne? Also das war ja das Mann, der konnte nicht bis rüber. Das ist hier der Standstreifen angesagt. Das tut mir jetzt sehr leid, aber ich muss da jetzt rein. Also das markante Makel war halt die etwas längere Schnauze als bei den anderen. Ne? Der 379er, der man es hatte. Deswegen wahrscheinlich auch so beliebt. Sprit sagt halb leer. Ich glaube, wir fahren mal kurz an die Tankstelle da dran. Machen noch mal einmal was rein in den Hobel. Mache ich auch mal einen Blinker aus, dann fahre ich nämlich gerade aus und dann rechts drauf. Ich würde das Navi zwar am Kabel drehen, aber egal. Aufpassen beim Rausfahren. So, voll ist die Kiste. Auf geht's.
ein bisschen hier rum. Mal sehen, passt. Ach, jetzt komme ich hier gar nicht rüber oder was? Eine Art Verkehrsding dazwischen ist. Okay. Da fahre ich einfach mal rüber. Ich habe zwar Sirenen, aber nicht wegen mir. Auf geht's. So, wir müssen wieder auf Kurs sein. 128 Meilen. Lasst niemals eure Kinder alleine im Auto, ganz genau. Vor allem nicht im Sommer. Alles schon Reformer-Map, ne? Also mal gucken, ja, das ist definitiv hier schon Teil der Reformer-Map. Zieht sich ja so ein bisschen in die Original-Map rein. Ihr habt ein paar Straßen in Texas da und Kalifornien, die dazugehören. New Mexico und Arizona, meine ich auch. Arizona? Ja. Ja, mit direkter Sonneneinstrahlung kann der Spiegel nicht so gut, muss ich sagen. Ansonsten ist die Sicht in dem Spiegel relativ gut, aber das ist irgendwie noch so ein kleiner Fehler. Dass das ein bisschen überblendet. Reflektiert. Ne? Oh, gut, haben wir schon Schlimmeres. Oh, hier geht's ganz schön berg an. Ich hoffe, wir haben gleich nicht beim Grenzübergang viel Verkehr. Und da heißt es dann natürlich an mehreren Checkpoints kurz anhalten. Immer geradeaus. Das wäre nicht so schön. Heute geht es sehr langsam voran. Gut, dann waren wir auch noch tanken und. Aber ist ja auch Sonntag. Da muss das alles ganz entspannt sein. Oh, 20 Tonnen, merkt man. 550 PS. Da merkt man das. Ich
mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Sounds von so Jerry sagt. Aber hier der Caterpillar hört sich auch unter voll, das finde ich total geil an. Bitte mal eure Meinung zu sagen. Ach nein, wir müssen rechts bleiben. Wir müssen gleich in die rechte Spur hier, Herr LKW-Fahrer. Geradeaus ist für uns kein Durchkommen. Und die erste Waage. Okay, ich muss drauf. Drüber muss man ja sowieso, aber drauf muss man nicht jedes Mal. Tonnen. Das ist ordentlich. Insgesamt knapp 40 Tonnen hier, die ganze Geschichte. Oh, da haben wir direkt noch eine. Das hätte ich doch auf. Mexiko, willkommen, wir sind da. Offiziell. Der Zaun der Regierung, unglaublich. So. Wir sind wieder in Mexiko. Das heißt KMA, etwas europäische Fahrregeln. Gracias. Wir sind da. Also ich finde eine der Maps, die mit am meisten Liebe gemacht ist. Und es gibt ja viele Maps in ATS. Aber ihr könnt da Meilen noch und nicht erfahren und halt auch richtig Berg und Tal und was weiß ich nicht was. Ne? Also ja alle möglichen Parcours, die es auch richtig in sich haben. Ne? Und da ist auch fernab von jeder Zeitplanung schafft man meistens nie in der vorgegebenen Zeit dann. Da hat die Karte dann auch echt Anspruch. Ne? Selbst da oben. Entschuldigung, jetzt einfach vorgezogen. Selbst da oben sieht die Karte immer noch super aus. Ne? Also es ist nicht einfach nur ein Staubweg, der irgendwie durch die Wege, durch die Berge führt. Kommen dann kleinere Ortschaften. Ach ne, wir müssen raus. Etc. etc. Ne? Also. Nice gemacht. So, Mexikos Straßen. Fahrwerk auf normalen Höhe. Es ist holprig, wie ihr seht. Mal ein bisschen weiter oben bleiben. Es kann schon mal sein, dass man auf dem Boden hängen bleibt. Ist ja dem jetzt hinten drauf gefahren. Jetzt fahren wir nicht noch vorne drauf.
Ach Gott, wie ich das hasse. Jetzt ist es wieder rot, war klar. Sieht super aus, das Ding, ne? Ja, heute haben wir irgendwie keinen fließenden Verkehr, muss ich ja mal sagen. Ist ja richtig viel los. Ständig Stop and Go. Ich hoffe, dass wir gleich ein bisschen durchziehen können, die letzten 80 Meilen. Landschaftlich ist das hier oben natürlich auch so ein bisschen steppe. Aber das ist nicht alles, ne? Also wir haben ja auch ganz viele verschiedene Vegetationszonen auf der Karte. Was ist denn hier? 38 Meilen, also 50 km/h. Hier km/h in Südamerika. Ja, er nimmt es genau, ne? Auf den Strich. Holperig hier. Die ganze Zeit wie die Reifen schlagen in irgendwelche Löcher. Thank you.
ziemlich vorankommen ist was anderes. Ne? Aber cool gemacht hier die Ortschaften. Ne? Also das ist ja wirklich cool nachempfunden. Dem Sand, der hier so auf der Straße weht. So die Farben, die hier benutzt werden für die Häuser und so. Das war schon cool. Richtig cool. Wie gesagt, also ich mit einer der Karten, die wir am meisten Liebe abbekommen haben. Hier, er hat sein Haus schön mit Naturstein verkleidet. Cool gemacht. Ja, vor dem Fenster im Erdgeschoss. Den Drempels hier. Manchmal ganz fies hoch. Na komm. Straßenverlauf irgendwie mal anders scheint. Von links und rechts waren da gerade so Überbleibsel quasi von der alten Straße. Hier rechts zum Beispiel, links und auch noch was. Eine Stunde, sagt er noch. Fahrzeit für 18 Meilen. Das ist ja hart. Thank you.
eine Meile noch. Wir sind gleich da. Wenn euch das gefallen hat, macht natürlich wieder ein Abo, liken, kommentieren. Ist ja klar. Und ja, mal schauen. Vielleicht werde ich so ein bisschen Sommerpause machen. Werde ich aber noch rechtzeitig ankündigen. Aber dann vielleicht auch nur so einen Sonntag mal aussetzen, dass ich mit mal irgendwie noch eine Woche wegfahren. Und ja, vielleicht schaffe ich es aber auch, was vorzubereiten. Dann automatisiere ich das alles. Dann hat er trotzdem am Sonntag irgendwas zum Gucken. Und ansonsten würde ich sagen, Livestream. 1.48 ist bald am Start. Wir bekommen eine neue Karte in ATS und da kommt noch ordentlich Stuff. Da werde ich mich auf jeden Fall zu melden. Also 1. August ist auch noch vor meinem Urlaub. Also da fängt mein Urlaub quasi dann an. Und ja, freut mich immer, wenn ihr dabei seid. Und ihr seht ja 555 Abos. Wir brauchen noch ein paar. Komm, Leute, haut rein hier, macht ein Abo. Abo, Abo, Abo. Ne? So, gleich da. Immer geradeaus. Bin gespannt, was uns auch erwartet in der 1.48 und auch auf der neuen Map. Ich hoffe, wir bekommen auch in Texas noch ein bisschen mehr Auftragscontent, wenn ich das richtig gelesen habe. Will jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber da kommt noch einiges. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf. Es geht immer weiter in ATS und ETS ist ja dann auch, sag mal, schon im Anschlag. Also da werden wir dann auch nochmal was zeigen. Mal ein bisschen die 1.48 fahren oder so. Ne, wir müssen eine weiter noch. Hier müssen wir rein bei Eddies. Wir sind fertig. Oh, nur wenigstens eine schöne Einfahrt, kommt man gut rein. Mal sehen, was uns jetzt auf dem Hof erwartet. Das sieht nämlich ziemlich eng aus. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Mit der Ecke da hinten. Oh, das wird zu eng. Machen wir schon rum. Oh, wir sind schon hinten an der Ecke dran. Ach, das habe ich mir gedacht. Aber passt ja vorne. Eng, aber passt. Ums Eck rum hier. Mal gucken, ich glaube, ich habe schon falsch angepeilt. Jo, hab ich. Da sind wir an die Tür gekommen. Entschuldigung. Aber was machst du auch da die Tür auf? Wir müssen jetzt hier sofort ums Eck rum. So weit einschlagen wie wir können. Das wird hier vorne eng. Ja, ich muss mal vorne gucken. Muss ich gleich nochmal nachkorrigieren. Obwohl. Ja, so auch da rein. Passt schon. Da sitzen wir ein bisschen
Spiegel. Jetzt ziehen wir nochmal gerade die ganze Geschichte und dann nochmal da hinten und dann sollte es passen. Das sieht super aus. Ich frage mich zwar, wie sie das da rauskriegen, weil ich ja keine seitliche Rampenöffnung habe oder Hängeröffnung. Aber gut, soll mir egal sein. Ja, wir haben es wieder mal geschafft. Super geil. So. Ja, freue mich wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? Abo, liken, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall alsbald. Kommt jetzt auch ein bisschen neuer Stuff. Ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen an Imperium zugange. Und ja, Bausimulator läuft ja sowieso die ganze Zeit hier durch. Und schaut da doch auch einfach mal rein. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.